Das Modell der Baureihe 407, inoffiziell auch als der neue ICE 3 bezeichnet, wird in einer Klarsichtpackung der Firma Fleischmann in den jetzt aktuellen Farben geliefert. Ich öffne mal einfach den Deckel und wir sehen hier das Vierteil. Das jetzt mal vor. Der erste Kopfwagen, vorsichtig anfassen, rausziehen geht sehr leicht und vorsichtig ablegen. Das Modell entspricht außerordentlich hochgeschraubten Ansprüchen im Hinblick auf Farbgebung und Detaillierung. Sie sehen hier den hochmodern gestalteten Kopf, die rote Seitenlinie mit der Buchstabenfolge ICE und dem bekannten DBAG-Keks, den Vermerk, dass es sich hier um einen Wagen der ersten Klasse handelt. Besonders hervorheben möchte ich die äußerst fein detaillierten Drehgestelle. Ein Vergleich mit dem Vorbild würde es beweisen, hier ist im Grunde genommen nichts. Der Clou dieses Modellzuges ist das Kupplungssystem. Das einfache mechanische Einkuppeln verbindet gleichzeitig alle Teile des Zuges elektronisch, sodass mit dem mechanischen Kuppeln auch eine elektronische Komplettierung des Fleischmann vorsichtig zusammenschieben und der Zug rastet mechanisch und elektronisch ein. Wir kommen nun, wie immer an dieser Stelle, zum Geschwindigkeitstest, der natürlich bei einem ICE, dem Superzug, besonders gründlich ausfallen muss. Wir messen, wie wir das immer tun, in drei verschiedenen Fahrstufen. Als unterste Fahrstufe wählen wir die Fahrstufe 10, für den mittleren Geschwindigkeitsbereich die Fahrstufe 64 und für den Hochgeschwindigkeitsbereich die Fahrstufe 128. Wir benutzen dazu auch, wie immer, die Z21 in Verbindung mit dem iPad. Fahrstufe 10. Wir erhöhen auf Fahrstufe 64. Wir beschäftigen uns nun mit dem Test der Soundfunktionen. Zunächst F1, Sound ein. Sound beim Anfahren. Sound beim Beschleunigen. Beim Fahren, beim Anhalten Sound aus. Hornsignal auslösen. F3, Fernlicht aus. F5, Abfahrtsignal mittels Trillerpfeife. Wir haben aus zwei Grundpackungen dieses Modells ausnahmsweise einmal einen fünfteiligen Zug zusammengestellt. Wir gehen einfach mal davon aus, dass sich der Zug derzeit noch im Test befindet. Wundern Sie sich also nicht, wenn Sie zwei Kopfteile und drei Mittelwagen sehen. Es sind zwei Bordrestaurantwagen mit im Zugverband. Wir gehen mal davon aus, dass die Testingenieure und Konstrukteure diese Bordrestaurants benötigen, um einfach dort am Zug zu arbeiten und gelegentlich auch mal einen Imbiss zu sich zu nehmen.